Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Hier spricht Ulrich Konrad aus Kirchheim. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. So wird in der Apostelgeschichte über die erste Gemeinde in Jerusalem berichtet. Und am Anfang hat das wohl alles ganz gut funktioniert. Doch die Gemeinde wurde größer. Das Christentum breitete sich in der damals bekannten Welt immer weiter aus. Immer mehr Gemeinden entstanden. Sie wurden in der damaligen römischen Provinz Judäa mit ihrer jüdischen Tradition und ihren Überlieferungen gegründet. Paulus und andere nicht genannte Apostel verkündigten das Evangelium im Rest des Römischen Reiches und gründeten Gemeinden in Kleinasien, ja sogar in Rom. Überall entstanden christliche Gemeinden. Und es dauerte nicht lange, da begannen dann auch die Probleme. Man stritt sich untereinander, in den Gemeinden über den wahren Glauben, innerhalb der Apostel über die Vollmacht der Verkündigung, darüber, ob nur Juden oder auch die sogenannten Heiden zur Gemeinde Jesu gehören durften. Ganz schnell schien es vorbei zu sein mit der Harmonie, der Einigkeit untereinander. Das ist jetzt 2000 Jahre her. Und noch immer gibt es christliche Gemeinden, trotz aller Reibereien und Widerstände. Worin besteht dieses Geheimnis? Es ist die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Diese Liebe Gottes ist der Mittelpunkt der Gemeinden, ihre treibende Kraft. Und dort, wo diese Liebe angenommen wird, dort ist die Gemeinde lebendig. Es ist der Umgang miteinander, dieses Fröhlichsein mit den Fröhlichen und das gemeinsame Weinen mit den Traurigen. Kurz gelebte Solidarität. Nehmt Anteil am anderen und nicht nur dort, wo es angenehm ist, wo es keine Mühe macht, sondern uneingeschränkt. Mit den Weinenden zu weinen, das heißt, das Leid, den Kummer, die Trauer des anderen ein Stück zu eigen zu machen. Und das fällt bestimmt nicht leicht. Haben wir doch oft genug an unseren eigenen Sorgen zu tragen. Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Ich denke, Sie alle kennen diesen Spruch. Ich möchte ihn ein wenig abwandeln, ihn auf das Wesentliche verkürzen. Hilf selbst, so hilft dir Gott. Selbstlos helfen heißt, sich ganz auf Gott zu verlassen, auch dann, wenn die eigene Kraft am Ende scheint. Und darum ist es so wichtig, haltet an im Gebet, bleibt in Verbindung mit Gott. Das Gebet ermöglicht uns, Gott als Gegenüber zu erfahren, als Ansprechpartner für alles, was uns bewegt und umtreibt. Ein Pilot, dessen Funkverbindung zu seinem Fluglotsen abreißt, befindet sich in höchster Gefahr. Er kann leicht vom Kurs abkommen. Er weiß nicht mehr, was um ihn herum im Luftraum geschieht, wenn nicht sogar unmöglich. Wir Christen brauchen die Verbindung zu Gott. Ohne diese laufen wir ganz schnell Gefahr, vom rechten Weg abzukommen und in die Irre zu gehen. Und das weiß auch Paulus. Und deshalb bittet er die Gemeinde in Rom, im Gebet beharrlich festzuhalten, dass die Verbindung zu Gott zur Quelle der Liebe nicht abreißt. Wir beten, guter und gerechter Gott, lass unser Leben Tiefe und Reife gewinnen, in Traurigkeit und Fröhlichkeit, in Krankheit und Gesundheit, in Angst und Mut. Du bist der Grund unserer Freude, auf dich hoffen wir heute, morgen und in Ewigkeit. Amen. Geht gesegnet in diesen Tag.
Es segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.